Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls. Ja, wir wollten uns ja noch dieses eine Schwert aufbauen. Und es gibt tatsächlich noch einen Schmied. Ich habe mal eben nachgeguckt. Und dieser Schmied befindet sich in den Katakomben. Jetzt will ich mal eben gucken, ob wir uns da schnell irgendwo hin teleportieren können. Altar des Grabesfürsten, nein. Auch ein Mausoleum aus hier. Die Tiefen. Nö, wir haben tatsächlich nur. Der Abgrund. Nein. Der Abgrund. Neben Abgrund. Hä? War ein Finstermondgrab. Der Abgrund. Wo ist denn der Abgrund? Da gehen wir mal schnell hin. Ich habe nämlich keine Ahnung, zu was uns das führt. Ach, der Abgrund. Oh, Glück gehabt. Natürlich, der Abgrund, ja. Ich habe ihn ganz vergessen. Okay, Katakomben. Der Giganten. Nee, Moment, da ist immer falsch. Nee, gut, dann gehen wir tatsächlich wieder zum Feuerbandschrein. Und kämpfen uns mal durch die Katakomben. Und dann gucken wir uns mal an, ob wir da nicht weiterkommen. Steine, über die wir nicht hinwegsteigen können, einfach. So, genau. Das ist nämlich. Muss man hier lang, glaube ich. Die Skelette nehmen wir mal noch eben mit. Ja, komm mal her. So. Das sind ja zum Glück auch kein Problem mehr. Wenn man sich an den Anfang des Spiels erinnert. Steht gar nicht wieder auf, okay. Ich hatte mal überlegen, wo wir denn eigentlich hin müssen. Ich glaube, hier ist falsch. So, der kriegt da eben. Na, komm mal her hier. So, wunderbar. Hier lang, genau, und dann hier diese Treppe runter. Das ist richtig. Wie gesagt, ich habe mir nochmal angeguckt, wo das denn eigentlich ist. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir da direkt so hingehen können. So, auf jeden Fall hier die Katakomben, das ist gut. Ja. Dabei habe ich natürlich wieder ganz diese Köpfe vergessen. Okay, die Treppe hier ist relativ egal, da können wir dran vorbei. Ja, bist du denn her? So. Erstmal kurz den hier machen. Dann geht's hier runter. Ist auch sehr schön. Genau, die Skelette lassen wir jetzt einfach mal alle links liegen, weil die ja dummerweise alle wieder aufstehen. So, diese Statuen wissen wir noch, sind gefährlich, können gefährlich sein. Wir machen uns mal gleich hier hin, auf. So. Den, damit er uns nicht auf Piss geht. Ja. Ah, der hat uns tatsächlich noch erwischt. Aua. So, die beiden mal eben weghauen. Und dann hier rüber. Ich bin am überlegen, ob wir nicht gleich da runter sollten. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Machen wir auch. Dann gehen wir mal hier rein. Ah ja, genau. Hier sind wir richtig, glaube ich. Oder? Ja, nicht ganz richtig. Macht aber nichts. Sind auch nicht ganz falsch. So, da ist die Wand, die man einschlagen kann. Macht jetzt im Moment aber, glaube ich, auch wenig Sinn. Wenn ich mich recht erinnere. So, jetzt nehmen wir doch mal ein erstes Flakon. So. Schlagen hier mal die Wand ein. Kommen dann hier hin. So, den auch noch.
uns jetzt wirklich alle so auf den Sack gehen. So, dann gehen wir erstmal hier lang. Oh, hallo. Denkst du so, wa? Boah. Gott, die können einen so aufregen. Die Viecher hier. Jetzt sollte ich mal wieder ein bisschen Ausdauer regenerieren. Bei uns warten auch schon wieder die nächsten. Ach ja, genau, hier sind wir falsch. Fällt mir ja auch gerade wieder ein. Ah, wir können ja hier lang. Ah ja, genau, dann kommen wir wieder hier raus. So, und dann steigen wir hier mal die Leiter hoch. Autsch. Leiter, nicht runterfallen. Das wäre schlecht. Okay. Jetzt hier lang. Geht's hier wieder raus? Bin gerade etwas. Ah. Dahin. Dann darauf. Okay. Sehr gut. Na gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Gucken mal, wie wir weiterkommen. Autsch. Das war schlecht. So. Den, die lassen wir auch einfach mal links liegen. Weil die uns nichts bringen. Okay, wir hätten da auch einfach rüberspringen können, aber es ist jetzt auch egal. So, können wir noch mal ein Estes-Flakon schlucken? Ist vielleicht auch nicht ganz so dumm. Und jetzt gucke ich gerade, aber ich glaube, hier sind wir schon wieder falsch. Hier war mal dieser eine größere Dämon. Irgendwo hier muss noch ein Skelett sein. Ja, da vorne läuft es. Ich kann es sehen. Sogar mehr als eins. Ja, genau. Einmal so. Ja, komm. Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Und ja, hier sind wir tatsächlich schon wieder falsch. Hier wollte ich nämlich noch gar nicht hin. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Lass mich verarschen. So. So. Gut. Ist jetzt alles ein bisschen hin und her, aber es wird belohnt, es wird belohnt. Hier rein. Und einmal wieder hier hoch. Und weiter hoch. Genau hier. Dann glaube ich auf der anderen Seite. Muss es doch irgendwo auch noch ein Leuchtfeuer geben, ne? Und? Wer bleibt liegen? Also ich könnte sein, dass wir hier schon richtig sind. Ja, genau, da war nichts. Ja, genau. Noch schnell auseinander. Hier nicht. Ah, verdammt. Ah, hier, genau. Ich glaube, hier könnten wir richtig sein. Ja, probier's mal. So, die beiden. Genau, Moment. Dann war doch hier irgendwo ein Leuchtfeuer, wenn ich mich recht erinnere. Scheinbar erinnere ich mich nicht recht. Macht nichts, macht nichts. Okay, hier auf jeden Fall. Da unten zum Beispiel. Gehen wir einfach mal ein Stück zurück. Pack mal die Sturzkontrolle rein. Und rennen, springen. Leiche plündern. Sehr schön. Und da unten geht es auch weiter. Springen wir erstmal hier hin. Sehr schön. Und hier ist ein Loch im Boden. Die Sturzkontrolle leistet uns gute Dienste hier. Be gone with you.
to spoil my focus. Ja. Der gute Skelettschmied hat uns den Weg frei gemacht, um wieder rauszukommen. Und ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, er hört sich ziemlich beschissen an. Gut, ah, wir können jetzt Flammenblut und hier können wir noch irgendwas machen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber jedenfalls können wir ein Feuerbastardschwert machen und das will ich auch gleich mal machen. Yeah. So, und jetzt können wir natürlich noch Waffe verstärken, und zwar das Feuerbastardschwert mit grünen Scherben. Davon haben wir ja zum Glück auch jede Menge. Ja, und das machen wir auch gleich mal auf Maximum, würde ich sagen. So. Und jetzt gucke ich doch nochmal, ob wir nicht... Ja, jetzt können wir hier Feuerbastardschwert plus 6 für rote Brocken. So, und damit... Das machen wir auch gleich noch. So, und dann haben wir noch eine rote Scholle. Babam! Plus C, Erfolg freigeschaltet mit Feuerwaffe. Sehr schön. So. Und jetzt haben wir ein neues Spielzeug. Guckt euch das mal an, Leute. 252 Normalschaden und 252 Feuerschaden. So, und wenn wir hier rausgehen, haben wir ein Problem. Weil dann nämlich wieder diese komischen Räder sind, deswegen mache ich das jetzt noch nicht. Dann mache ich das überhaupt nicht, sag mal so. Und nehme stattdessen lieber einen Heimkehrknochen. So, und damit hätte ich wieder einen Weg gefunden, mich noch ein bisschen vom Menace zu drücken. Ah ja, natürlich. Das teleportiert uns wieder direkt in den Abgrund. Gut, ich würde also sagen, als nächstes gucken wir mal, was unser guter Logan so macht. Halt, hier bin ich falsch. Teleportieren. Und zwar in die Archive des Herzogs. Wunderbar. Gerade am überlegen. Nee, große Feuerzauberwaffe können wir natürlich leider nicht mehr machen. Aber gut, macht nichts. Wir wollen uns ja erstmal erkundigen, wie es Logan so geht. So, gucken erstmal. Tja, Logan ist nicht mehr da, aber es steht eine Kiste da, eine neue. Der Dings da hinten. Machen wir mal auf. Gucken, Gelehrtenrobe, Reisehandschuhe, Reisestiefel, ja. Und Logans Beschleuniger. Ah, den gucken wir uns doch gleich nochmal an. Macht 46, liegt 2. Haben wir den noch? Den sollten wir noch können. Probiere ich gleich mal aus. Ja, hat einen super Bonus auf Intelligenz und einen winzigen Stärkebonus. Braucht aber 24 Intelligenz, um sinnvoll genutzt zu werden. Die haben wir nicht. Ja. Aber. Gucken wir mal. Der Beschleuniger von Spitzhut Logan, dem großen Zauberer und Forscher. Ursprünglich ein Beschleuniger wie der der Zauberer von Winheim, wurde dieser durch Logans Benutzung unvergleichlich viel stärker. Von jemandem mit überragender Intelligenz benutzt, entfaltet er große Macht. Ja. Bringt uns nur in dem Sinne jetzt eben nicht viel. Gut, aber wo ist Logan? Habt ihr ein Glück, dass ich bereits weiß, wo er ist? Und dafür würde ich fast den Weg durch Anor-Londo nehmen. Weil das, glaube ich, nämlich irgendwie schneller geht. So.
teleportieren, Arnolondo. Ja. Ja, wir haben zwar die Feuerhüterin von Arnolondo getötet, deswegen können wir das jetzt nicht mehr benutzen, aber wir können uns noch hierher teleportieren. Das ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Und ja. Genau, was wir dann auch noch machen könnten, wäre Logans Lehrling suchen. Oh, 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 das wird ihm wehtun. Bin gespannt, bin doch sehr gespannt. Ihr seht, das Ding ist geil. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ich find's geil. Es war wahnsinnig geil. Klatscht ordentlich. Mit Feuer und so. Finde ich echt geil. So, kann aber sein, dass es gegen die Kristallwesen oder gegen die Kristallskelette bei Seas Reich nicht besonders viel hilft. Aus Menschlichkeit nö, eigentlich nicht. So, versuch's mit Feuer, ja. Das hätten wir wissen müssen, als die Viecher noch da waren. Ihr erinnert euch, hier standen so Eber rum. So gepanzerte. Wo diesmal auch der Arsch gepanzert war. ja. Die haben uns Probleme bereitet. Gut, aber das gehört alles der Vergangenheit an. So, jetzt nehme ich nochmal. Genau, jetzt nehme ich nochmal eben dieses Leuchtfeuer hier mit. Und genau. Ja, ihr erinnert euch, wo wir die Zaubererglut gefunden haben. Die Zauberglut. Und ja. Bin mal gespannt, was Feuer gegen die ausrichtet. Ja, natürlich, wenn sie es blocken, nicht viel. Drei Stück, echt jetzt? Okay, könnte besser sein. Wesentlich besser sein. Mir geht gerade die Ausdauer aus, sehe ich. Wollen wir doch mal ein wenig. So, einer tot. Ach, da ist ja auch schon einer gestorben. Das ist sehr gut. Gut. So funktioniert es doch. So, ich glaube, hier sind wir ein bisschen safe zumindest. Mal den hier. Na, wer wird denn? Ich weiß gar nicht, ob wir die backstabben können. Ja, doch, den würde ich eigentlich schon gerne noch auseinandernehmen. Komm. Machen wir jetzt noch eben. Wollt ihr wohl? Da ist schon wieder so ein Skelett angelatscht. Okay, ich brauche mal eben ein bisschen Ausdauer. Ja, komm mal her, mein Lieber. Komm mal her. Ja, genau. So. Na. Gut. Naja, alles in allem funktioniert es mit der Waffe ganz gut, würde ich sagen. Ja, wirst du wohl. Na, verdammt. Der sich wegteleportiert. Steht er da oben. Okay, dann würde ich sagen, lass mal hier rum. So, dann diesen hier. Ja, komm mal her. Na? Greifst du nochmal an? Okay.
Ist jetzt nicht so grandios, aber es geht. Ich habe gesagt, vielleicht kann dieses Schwert Probleme machen. Bei den Kristallwesen. So wie ich das sehe, funktioniert das eigentlich auch bei denen ganz gut. Sie sind kein One-Hit. Aber es funktioniert. Na, bist du wohl? Autsch. Gott, was war das denn? Das hat der richtig dicke reingehauen. Lass mal schnell hier ein erstes Flakon einschmeißen. Weil wir sonst doch wirklich Probleme kriegen könnten. Ja, komm. So, der ist tot. Schlecht, ich würde gerne erstmal die Bogenschützen platt machen. So wie den da. Gut, und soweit ich mich jetzt erinnere, müsste ich hier selbstverständlich auf der anderen Seite Schalter sein, den wir den Aufzug rufen können und dann kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Den Rücken im Auge behalten. Kommt der Aufzug jetzt, oder? Ja, da kommt er. Ist so leise. Sehr gut. So, dann hoch mit uns. Ich mag dieses Schwert. Ich finde es toll. Ach, es wäre natürlich noch wesentlich geiler gewesen, wenn wir das mit dem Claymore hätten machen können. Okay. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.